Heute arbeitet Lea Meier nicht wie gewöhnlich auf einer Baustelle. Sie nimmt einen von ihren zahlreichen Trainingstagen in Angriff. Das Atelier hat sie bei ihrem Arbeitgeber am Malergeschäft Beck in Rüegsau-Schachen. Gleich schon wird Lea Meier die Schweiz an den Euroskills in Budapest vertreten. Die 21-jährige Emmentalerin wird sich dort mit den besten Dekorationsmalerinnen und Malern von Europa messen. Hier bin ich jetzt an meinem Design am Malen. Das ist eigentlich der wichtigste Teil von meiner ganzen Aufgabe, die ich werde haben. Hier muss ich alles von Hang mit einem kleinen Pinsel haargenau ausmalen. Es geht um Millimeter. Wenn man Millimeter daneben ist, gibt es Abzug. Und ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Hauptteil, dass man die geraden Linien auch gerade herüberkommt, Kurven rund sein und nicht irgendwie sein. Beim Design bekomme ich die Schriften, also die 2018 und die zwei da oben, bekomme ich als Folie und muss sie eigentlich nur aufkleben und ausmalen. Und alles andere muss ich mit dem Pinsel von Hang genau beschneiden. Und wenn das Ganze dann fertig ist, dann würde das dann so aussehen. Als zweite Aufgabe habe ich die freie Technik. Da durfte ich selber herauslesen, was ich machen will. Und ich habe mich dazu entschieden, das Matterhorn zu machen, dass die anderen etwas sehen, dass es von der Schweiz ist. Ja. Und hier ist es wichtig, dass man etwas verschiedene Techniken braucht. Darum heisst es ja freie Technik. Hier habe ich jetzt den Berg mit einer Farbe gemacht, die auch so einen Metallic-Effekt hat. Und der Himmel. Die Fältchen sind mit einer Lasur gemacht, also das heisst nicht deckend gestrichen. Und das Gras und die Blümchen, das ist eigentlich nichts Besonderes, das ist eine Dispersion. Und die Blümchen sind mit einer Folie aufgeklebt. Ich hatte die Europameisterschaft, weil ich vor 2 Jahren im 16. an der Schweizer Meisterschaft zweit geworden bin. Und die Erstplatzierte konnte die Weltmeisterschaft und ich als Zweitplatzierte hatte die Europameisterschaft. Also zu meinen Zielen gehören sicher, dass ich einen Podestplatz erreichen will und dass ich Spass daran werde haben. Für den Beruf selber bringt es mir eigentlich nicht viel, weil das, was ich hier mache, ist nicht das, was ich auf den Baustellen mache. Auf den Baustellen streiche ich Wände streichen und Fassaden machen. Und darum ist es mehr für mich selber, etwas dazu zu lernen und ein Erlebnis mitzumachen. Zu einem Erlebnis wird sicher jede Disziplin am Wettkampf. Eine davon ist der Speed-Wettbewerb. Dort geht es darum, eine Fläche mit Bändern ganz exakt abzukleben. Auch an die Tür werden die Teilnehmer nach bestimmten Vorgaben malen. Schliesslich wird Lea Meier die Tür noch mit einer Tapete umkleiden. Und auch zwei Wände über eine Ecke wird sie tapezieren. Am meisten Respekt hat sie aber schon vor dem Paradestück am Design. Ja, für das Design habe ich sicher etwa 6 bis 8 Stunden Zeit. Es kommt darauf ab, wie ich mit den anderen Sachen drin bin. Insgesamt habe ich einfach die 18 Stunden und einteilen muss ich es selber. Und jede vorige Zeit, die ich habe, verbringe ich am Design.